Hallo, mein Name ist Önder Pollard. Ich bin Auszubildender bei Dow und möchte euch heute die spannende Welt des Chemikanten zeigen. Vorher muss ich mich aber noch umziehen. So, ich bin jetzt fertig umgezogen und ich nehme euch mit in die Anlage. Unter anderem sind wir verantwortlich für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Qualität des Endproduktes. Deshalb beginnt unser Arbeitstag mit einer Schichtübergabe, in der der Produktionsverlauf, anstehende Aufgaben und aufgetretene Störungen besprochen werden. Dies ist nachvollziehbar über unser Leitsystem, da unsere Anlage größtenteils computergesteuert ist. Zum Arbeitsalltag eines Chemikanten gehört unter anderem ein Kontrollrundgang durch die Anlage. Trotz computergesteuerter Anlagen ist ein waches Auge vor Ort sehr wichtig. Das zeigen wir euch jetzt. Bei Kontrollen prüfen wir die Anlagenteile, wie zum Beispiel Rohrleitungen und Pumpen, auf ihre Funktion, suchen nach möglichen Leckagen und vergewissern uns, dass die Sicherheit in der Anlage gewährleistet ist. Aufgetretene Fehler werden dokumentiert und nach Möglichkeit sofort behoben. Unsere Ausbildungsinhalte sind sehr vielfältig. Im Betrieb sind wir als Chemikanten auch im Labor tätig und übernehmen einfache Prüfungen, wie zum Beispiel bei der Qualitätskontrolle. Unter anderem haben wir verschiedene Laborkurse, in denen wir das Verhalten im Labor und den Umgang mit Laborutensilien und Chemikalien erlernen. Dazu gehören zum Beispiel das Herstellen von Präparaten, die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und die Titration von Säuren und Basen. Im Metallbearbeitungskurs wird uns der Umgang mit Werkzeugen und Werkstoffen vermittelt. Durch diese und weitere Kurse, wie zum Beispiel Pneumatik- und Elektrokurse, erhalten wir die nötigen Fähigkeiten für unseren Beruf. Auch in einem Chemieunternehmen spielt Naturschutz eine große Rolle. In kleinen Umweltschutzprojekten lernen wir sorgsam mit der Natur umzugehen. Um die Qualität der Produkte zu gewährleisten, nehmen wir regelmäßig aus den verschiedenen Anlagen Proben. So, Probe ist genommen und die wird jetzt weitergeschickt. Durch die Arbeit eines Chemikanten in der Anlage wird beispielsweise aus Zellstoff Methylcellulose hergestellt, welche ein Bestandteil für die verschiedensten Produkte ist. Wenn auch du interessiert an Chemie, fasziniert von Technik und ein guter Teamplayer bist, dann entscheide auch du dich für eine Ausbildung zum Chemikanten.